Moin Moin und ein Hallo herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Carpaging Design und geil, dass du wieder eingeschaltet hast, denn seit gestern ist das Update für iOS sowohl auch überraschenderweise, für Android und sowohl auch für überraschenderweise iOS. Ja, tatsächlich war der Release zwischen dem iOS und Android Update doch relativ gering, muss ich ehrlich gestehen. War noch am selben Tag. Schon mal ein absolutes Highlight, was ich schon mal für mich so selber als Highlight empfinde. Muss ich ehrlich gestehen. Dann gibt es zum Beispiel wie den hier, hat auch neue Bodykits bekommen. Es gibt noch etliche Autos mit Bodykits, aber viele Autos sehen einfach scheiße aus. Meine persönlichen Highlights ist der Dodge. Und tatsächlich, wo ist er denn? Da ist er. Und ich feiere ihn schon richtig anders. Auf einem anderen Niveau finde ich den schon anders wild. Worauf ich noch fix eingehen will, ist, was für mich persönlich sehr wichtig ist, ist, dass es jetzt tatsächlich, wenn man jetzt einen Schriftzug reinhause, so. Jetzt schauen wir uns das an und es gibt tatsächlich neue Schriftzüge. Ich finde... Hä? Ach, der macht den letzten Satz oder letzten Teil auf Chinesisch oder was auch immer das ist. Okay. Sieht interessant aus. So AC-DC-Dings. Das sieht auch wild aus. Wie Harry Potter, dieses T da. Der sieht schon crazy aus. Und typisch so Ami-Be-like. Finde ich auch nicht schlecht. Oh, gut. Ja. Und was ich noch am meisten feiere, ist das hier. Das ist nämlich auch ein sehr, 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 sehr schöner Schriftzug, den feiere ich auch sehr hart. Und ja. Also von den Schriftzügen muss ich ehrlich gestehen, finde ich den hier persönlich am besten. Was ich jetzt interessant finde, ist, dass es tatsächlich neue Felgen gibt. Die könnt ihr euch natürlich alle reinziehen, wenn ihr wollt. Ich kann ja mal kurz durchgehen. Also ich finde, die sehen schon manchmal richtig barbarisch aus. Übrigens, für die Leute, die es nicht wissen, ihr seht zum Beispiel bei dem aktuellen ausgesuchten, das ist ein bisschen goldig in der Mitte, so gelblich. Das bedeutet, es hat zwei Farben. Du kannst quasi hier rechts 1, 2 die Farbfelder aussuchen und daran rumpfuschen. Und jedes Fältchen, was ihr hier seht, kostet 100 Dings. Aber überraschenderweise muss ich ehrlich gestehen, ich habe mir die Felge vorher gekauft. Die hat er scheinbar gespeichert. Genauso wie das. Also müsst ihr doch tatsächlich nur einmal die Felge bezahlen und habt sie dann. Oh, okay, das ist cool. Das wusste ich zum Beispiel jetzt so nicht. Weil dann würde ich nämlich doch tatsächlich den dann nehmen, weil das sieht dann doch ein bisschen wilder aus. Muss ich ehrlich gestehen. Und dann kann man noch ein bisschen weiter gucken. Ich habe jetzt leider schwarz. Der sieht auch schick aus. So ein Schwarz hat er was. Aha. Man könnte hier mal durchswitchen. Es gibt so viele neue. Das ist einfach geisteskrank. So, jetzt kommen meine anderen Highlights, die ich persönlich richtig geil feiere. Das ist der Chat oben, neben Shop. Seht ihr zwei Luftblasen, die sind neu. Das sieht man, dass sie die neu dran gedichtet haben. Die haben sie einfach nur so eine Ecke dran geklatscht. Es ist nämlich unten bündig, nicht unbedingt symmetrisch. Deswegen drücken wir mal drauf. Ach, voila, Habibi, willst du mich verarschen? So, er kann es jetzt laden. Wir gehen jetzt einfach mal rein und gucken. Loading the friends. Dann schreibe ich jetzt Ilo mal. Ich schreibe jetzt einfach Ilo, du stinkst. Mal gucken, was er dazu schreibt. Bra.
Im Video wird er dann checken, warum ich diese Folge gespammt habe. Er fühlt sich einfach so hart verarscht. Der denkt sich auch so, what the fuck, was ist mit dir los? Achso, Kikriches. Ja, ist klar. Ja gut, wenn ich zu schnell das schreibe, dann verschreibe ich hier easy. So, der tut es jetzt einfach für die Ewigkeit verstört. Nee! Er versucht es zu verleugnen. Ihr habt dann immer dieses schöne Düdüp dabei und ihr kriegt da oben auch immer die Benachrichtigung. Also ihr kriegt immer sofort mit, sobald jemand schreibt. Das war ein Highlight noch. Es gab noch ein Highlight. Also deswegen. Ups. So, jetzt könnt ihr oben rechts unter der Kamera, wo ihr die Kamera auswählen könnt, habt ihr quasi so sozusagen bei euch das Handy. Ich weiß ja nicht, wo ihr jetzt euer Handy habt. Geht ihr einfach mal kurz drauf, wischt rüber und dann habt ihr unten tatsächlich die App und könnt tatsächlich weiter mit ihm interagieren. Auch wenn ihr das nicht gefällt, was ich mit ihm hier mache, aber hey, das ist ja. Der dreht gleich voll am Rad. Ey, voll take mit, du stinkst. Ach Gott, der Dude, der ist einfach Dinge. Das Mia da fährt, ist auch neu. Das ist nämlich auch ein neues Auto. Das ist komplett neu. Bodykits. Wie gesagt, wenn jemand das Auto eingefällt, dann kann man sich das auf jeden Fall holen. Kostet 500 Coins. Und ja, ich für meinen Teil mag das nicht, weil wenn ihr vorne jetzt, schaut euch mal die Augen von dem Nissan an. Und jetzt die Augen von dem. Das sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt. Versteht ihr, was ich meine? Das ist... Da ist Elo. Ich finde das so schade. Die haben sich da gar keine Mühe gegeben. Das sieht einfach nur dahingewichst aus. Wenn ihr das so Rücklicht schon von Dings guckt, wie 3D-mäßig das reinknallt. Und dann seht ihr dieses 2D-Dings da. Und dann denkst du auch, ich finde, das ist einfach schade. Da hat Carparking sich einfach ein bisschen was gespart und haben sich einfach gedacht, ja komm, dann müssen wir einfach ein neues Auto raushauen, so nach dem Motto, ne? Deswegen bin ich ein bisschen traurig, deswegen muss ich ehrlich gestehen. Aber ansonsten... Ach du Scheiße, no way. Illo hat einfach dieses Riesenboot dran geschmissen. Ich kotze gleich. Digga, das ist doch nicht mehr menschlich. Bra. Nein, warum? Wieso? Es ist doch... Ihr müsst euch vorstellen, das vordere oder das hintere Bodykit, was so extrem breit ist, no front, hat, soweit ich das gelesen habe, 300 Coins gekostet. Hat er anscheinend so viele Coins, fick dich ins Gehen. Vor allen Dingen dieses Fluter-Ding da oben drauf, diese halbe... Ja, das ist full. Allein der riesen Heckspoiler, wo ich mir so denke, nee. Bleib nochmal, steh dir da! Ey, das ist ein großer Spoiler, das sieht so kacke aus. Sorry. Sorry, ich kann nicht. Ich kann damit nein, Leute. Also nee. Nein, okay, egal. Okay, dann würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, ein Kommentar da. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und wenn du sogar neu bist auf diesem Kanal, dann abonniere ihn doch gerne und supporte mich, denn jeder kleinste Support, Unterstützung motiviert mich natürlich mehr, weiter Videos zu machen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Video. Euer Carbine Design. Ciao, ciao.